Ja, hallo zusammen. Als nächstes müssen wir uns die lokalen Extremstellen nochmal ansehen von Funktionen einer Variable. Und da wiederholen wir als erstes die sogenannte notwendige Bedingung. Und die notwendige Bedingung, die sagt jetzt aus, wenn ich ein lokales Extremum habe, dann muss die Ableitung 0 sein. Und zwar gilt das, wenn natürlich ich die Ableitung ausrechnen kann, also wenn die Funktion f differenzierbar ist. Das ist die erste Voraussetzung. Und a ist ein Punkt im Inneren des Definitionsbereichs. Das sind die beiden Voraussetzungen. Und wenn jetzt in a ein lokales Extremum liegt, dann folgt daraus, dass die Ableitung an der Stelle a gleich 0 ist. Das sieht jetzt auf den ersten Blick ein bisschen seltsam aus, dass man das so formuliert, dass wir, wenn wir ein lokales Extremum haben, dass daraus folgt, dass dann die Ableitung gleich 0 ist. Aber wenn wir uns das nochmal genau überlegen, sagt uns das ja, wenn wir jetzt an der Stelle die Ableitung ungleich 0 haben, dann wissen wir doch wegen dieser notwendigen Bedingung, dass da dann kein lokales Extremum sein kann. Denn wenn da ja ein lokales Extremum wäre, dann müsste ja die Ableitung gleich 0 sein. Also auf diese Weise sind alle Stellen, wo die Ableitung nicht 0 ist, schon mal raus. Und es bleiben nur noch wenige Stellen übrig, wo die Ableitung 0 ist. Was wir dann allerdings nicht wissen, ob an diesen Stellen jetzt wirklich ein Extremum vorliegt. Weil die entgegengesetzte Richtung, die gilt ja eben nicht. Also wenn die Ableitung gleich 0 ist, heißt das noch lange nicht, dass wir da ein lokales Extremum haben. Deswegen auch der Name notwendige Bedingung. Damit überhaupt ein lokales Extremum vorliegen kann, muss die Ableitung 0 sein, sonst kann da schon mal kein lokales Extremum vorliegen. Aber die Bedingung reicht eben noch nicht aus, sie ist noch nicht hinreichend dafür, dass man da wirklich ein lokales Extremum hat. Deswegen ist der Name, das notwendige Bedingungen zu nennen, auch so schön, denn dann weiß man schon direkt, was die Bedingung aussagt. Also, wenn die Bedingung erfüllt ist, kann es sein, dass wir ein lokales Extremum haben, muss aber noch nicht. Also, es ist eine notwendige Bedingung. Damit überhaupt ein lokales Extremum vorliegen kann, muss die erste Ableitung gleich 0 sein. Und ob dann wirklich eins vorliegt, das sehen wir dann bei der hinreichenden Bedingung. Ja, gucken wir uns vielleicht mal noch kurz Beispiele dazu an. Nehmen wir mal als Beispiel die Funktion f von x gleich x Quadrat. Dann können wir die erste Ableitung ausrechnen, die ist 2x. Und jetzt setzen wir die erste Ableitung gleich 0. Ja, damit da überhaupt ein Extremum sein kann, muss die erste Ableitung ja schon mal gleich 0 sein. Da schreibe ich so ein Ausrufungszeichen über das Gleichheitszeichen. Das soll heißen, die erste Ableitung wird gleich 0 gesetzt. Und jetzt suchen wir, für welche Werte von x stimmt denn jetzt diese Gleichung? Für welche Werte von x ist denn die erste Ableitung 0? Und da formen wir jetzt diese Gleichung hier, 2x gleich 0 äquivalent um. Da multiplizieren wir mit 1/2, dann kriegen wir raus, dass x gleich 0 sein muss. Und was wir jetzt wissen ist, dass nur für x gleich 0 die erste Ableitung 0 ist. Also nur an dieser Stelle kann eine lokale Extremstelle sein. Alle anderen Stellen sind raus. Und deswegen brauche ich jetzt nur noch diese Stelle x gleich 0, mir bei der hinreichenden Bedingung anzugucken, ob da jetzt wirklich ein lokales Extremum vorliegt oder nicht. Ja, gucken wir uns noch ein zweites Beispiel an. Wie ist das mit der Funktion f von x gleich minus x Quadrat? Da ist die erste Ableitung gleich minus 2x und auch wenn wir das gleich 0 setzen, kriegen wir wieder x gleich 0. Auch hier bei dieser Funktion haben wir an der Stelle 0 möglicherweise eine Extremstelle, an allen anderen Stellen haben wir schon mal keine. Und als drittes Beispiel gucken wir uns noch die Funktion f von x gleich x hoch 3 an. Wenn wir da die erste Ableitung ausrechnen, kriegen wir 3x Quadrat raus, wenn wir die gleich 0 setzen und ja, mal ein Drittel rechnen, dann kriegen wir bei der Gleichung raus, ein Drittel mal 3 fällt weg, also x Quadrat gleich Drittel mal 0, also x Quadrat ist gleich 0. Und wenn x Quadrat 0 ist, dann muss auch x gleich 0 sein. Also kriegen wir hier raus, x ist gleich 0. Auch hier wieder an der Stelle x gleich 0 kann ein Extremum sein, muss aber nicht. Ja, das
sind jetzt drei ganz einfache Funktionen gewesen und deswegen ist jetzt überall die Stelle x gleich 0 die mögliche Extremstelle. Das können natürlich immer eine andere Stelle sein und es können natürlich auch mehr als eine Stelle sein, wo die erste Ableitung gleich 0 ist. Das wird man dann bei komplizierteren Beispielen sehen. Was wir aber jetzt an diesen drei Beispielen schön sehen können, ist, bei allen diesen drei Beispielen haben wir die erste Ableitung 0. Und wenn wir uns dann daran erinnern, wie x² aussieht, da ist ja der Graph so eine nach oben geöffnete Parabel, das sieht ungefähr so aus. Da haben wir also an der Stelle x gleich 0 ein lokales Minimum. Bei minus x² haben wir eine nach unten geöffnete Parabel. Ja, wenn das jetzt das Koordinatensystem ist, haben wir da so eine nach unten geöffnete Parabel, das ist minus x². Da haben wir also an der Stelle 0 ein lokales Maximum. Und bei der Funktion x hoch 3, da sieht der Graph ungefähr so aus. Da haben wir auch an der Stelle 0 die Steigung 0, aber wir haben an dieser Stelle kein lokales Minimum oder lokales Maximum, also keine lokale Extremstelle. Und das ist jetzt das, was wir hier gesehen haben. Also wenn die Ableitung 0 ist, dann wissen wir noch nicht, dass da wirklich ein Extremum ist. Aber wir konnten mit dieser notwendigen Bedingung ganz, ganz viele Punkte ausschließen, wo schon mal kein lokales Extremum sein kann. Ja, also wir haben hier die drei Punkte. X gleich 0, da ist die Steigung 0. Hier auch wieder x gleich 0 ist die Steigung 0. Und auch hier bei x gleich 0 ist die Steigung 0. An diesen drei Stellen können jetzt lokale Extrema vorliegen. Und ja, da wir die Graphen schon kennen hier, wissen wir jetzt schon, dass bei der ersten Funktion ein Minimum, bei der zweiten Maximum, bei der dritten keine Extremstelle vorliegt. Aber im Normalfall kennen wir den Graphen der Funktion ja noch nicht. Und deswegen brauchen wir dann die sogenannte hinreichende Bedingung, um dann auszurechnen, ob an dieser Stelle wirklich ein Extremum vorliegt. Ja, und das sehen wir uns dann im nächsten Video an. Bis bald!